Willkommen zu einem neuen Chillers Art Game. Und ich habe sogar eine eigene Chillers Art Playlist. Könnt ihr gerne unten in der Beschreibung mal abchecken. Denn wir lieben die Spiele von Chillers Art. Das hier ist ein Spiel, das haben ganz viele nicht auf dem Schirm. Ich würde es gerne spielen, weil es die beste Bewertung auf Steam hat von allen Chillers Art Games überhaupt. Ich glaube, es ist eins, wurde 2019 gemacht. Wir schauen es mal an. Meine süße Community im Chat sagt euch gerade liebenswert Hallo. Deswegen kommt auch mal gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Und über ein Abo und einen Daumen nach oben würde ich mich auch sehr freuen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein ins Spiel und let's go. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Aber... Warum kommt er plötzlich nach Hause? Wer? Ich habe auch gelesen, es ging irgendwie so ein bisschen darum, Wohnungen, die sehr billig und so vermietet werden. Aber ganz genau habe ich es auch noch nicht verstanden. Aber ich mag diesen Stil einfach. Ich muss einfach sagen, ich finde den cool. Da liegt was. 10 Yen. Findet man nicht alle Tage. Kann man da auch rein? Ich glaube, ich muss tatsächlich dahin, wo es wirklich deutlich hell ist. Ist es richtig auf dieser Straße? Das musst du mir doch sagen, Mädchen. Oh, oh, das fängt ja schon mal gar nicht gut an. Armes Ding. Also, was mich entsetzen würde, wenn halt die Katze so hardcore bluten würde, weil ich dann davon ausgehen würde, dass sie absolut getötet worden ist. Also, ich als Frau würde halt sowieso in dieser Situation eine Schnappatmung bekommen. Ich als Frau würde auf jeden Fall sagen, wir gehen den hellen Weg. Mich reizt es aber gerade mal hier lang zu gehen. Bin ja, ist ja nicht mein Leben. Ich glaube, hier ist auch nichts außer eine Sackgasse. Eine gruselige Sackgasse. Ja, Leute, hier sterben viele 2D-Katzen. Ich habe gerade Schritte gehört. Ihr auch? Was gibt's hier? Von dort kam der Geruch. Jetzt also gestunken. Und da kann ich nichts mitmachen. Wahrscheinlich war deswegen die Katze hier, ne? Weil die den Geruch den von dem Fisch so toll fand. Sie sagten, sie waren zuerst im Haus, aber haben sie Teilzeit gearbeitet? Kann ich diese Gedankengänge noch nicht ganz verstehen. Aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm. Fürs zu. Vielleicht muss ich in mein Apartment oder ich besuche jemanden. Die Froschpflanzenstatue, süß. Ein kleines Auto, in dem... Das ist das Auto meiner Tante, oder? Okay, das heißt, ich besuche jemanden. Kann man hier hinten irgendwas... Oh, da kann man reinglotzen. Gut. Hier ist schon mal ein Haus, ein Generatorhaus, in das wir bestimmt später müssen. Hier brennt Licht. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Ich glaube, dass es hier ist, wo... An die Tür klopfen, noch nicht. Ich will nicht ein bisschen weiter umschauen. Zitronenbaum vor der Tür, süß. In Deutschland wären die Zitronen schon alle gepflückt worden. Von Leuten wie mir. Ohne zu fragen, natürlich. Okay, ich muss auf jeden Fall hier hin. Klopfen wir mal. Hallo. Es gibt wirklich niemanden. Es ist wirklich keiner da. Ich kann nicht einfach draußen warten. Ich muss ins Haus rein. Was? Hat er nicht gesagt, dass es irgendwo einen Ersatzschlüssel gibt? Ich habe vergessen, wo. Die Übersetzung ist ein bisschen weird, aber ich glaube, ich krieg's von euch zu ersetzen. Wo ist der Ersatzschlüssel? Also eigentlich ja schon immer... Oh, ich erinnere mich. Jetzt! Er ist unter dem Zitronenbaumtopf. Yay. Okay. Und in Berlin nehmen sie den Baum mit. Wow, was ist denn das für eine Hütte hier? Geil. Okay. Dann sind wir einfach illegal irgendwo eingebrochen. Schicke Hütte. Nice. I like. Was ist das hier? Ein Loch? Was ist das? Hm, ich glaube, ich sehe etwas in dem Loch stecken. Da muss ich wahrscheinlich mit irgendwas rausziehen, ne? Diese Löcher immer in diesen Spielen, ne? Okay. Wow, das Zimmer ist wirklich schön. Ja, absolut. Das ist total stylisch. Guck mal, wie schön. Trotz, dass es klein ist. Ich muss sagen, ich liebe kleine Wohnungen. Ich mag so, oder auch kleine Häuser. Ich mag so Riesenhäuser gar nicht.
Ich finde es total süß und schlau und clever eingerichtet hier. Ist total cozy. Schaut mal, wie süß. Würde ich eigentlich gerne Sims nachbauen. Auch mit den Fensterchen hier. Wobei ich hier ein bisschen Schiss hätte, so ein Fenster zu haben, dass da einer unter der Lampe steht. Aber sogar ein funktionierendes Spiegel. Wetten, diesen Spiegel werden sie sich zunutze machen für dieses Horrorgame. Könnte ich mir gut vorstellen. あれ?このノート破れてるけど、Die Tür ist どうしたんzugegangen. だろう?探したら見つかるかな?Also, hier steht drin, ich habe mich für einen Umzug entschieden, da die Miete sehr günstig ist. Genau, darum geht es auch so ein bisschen. Okay, die Tür ist gerade zugegangen, verdammt. Kann ich damit vielleicht dieses Loch-Ding rausholen? Haken benutzen, tatsächlich. Ich dachte eigentlich, damit kann ich jetzt irgendwas öffnen oben. Okay, wir haben einen Zettel. Kann ich den irgendwie lesen? Geht das jetzt auf? Wieso macht sie die Tür nicht zu? Ja, geht doch. Oh, ich habe kein Spiegelbild. Was mache ich denn jetzt mit dem Knäuel? Wow, was hat denn der für eine Riesen? Was ist für eine riesengeile Dusche mit Bad, Mann? Noch ein Knäuel. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Knäuel hier machen soll. Muss ich den vielleicht in das Tagebuch legen, um zu erfahren, was mit ihm passiert ist? Ah ja, also, der Umzug ist endlich vorbei, 4. April. Und heute ist der erste Tag, an dem ich alleine lebe und der erste Tag, an dem ich ein Tagebuch schreibe. Ich freue mich sehr auf die Erfahrung. Ich habe immer davon geträumt. Ich habe mich für einen Umzug entschieden, weil die Miete sehr günstig ist. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass sich ein kaputter Student wie ich so ein schönes Zimmer leisten kann. Die meinen halt ein Armer. Außerdem ist es sehr nahe an meiner Schule. Wie großartig ist das? Ich habe heute mit meinen Eltern auswärts gegessen, um den Umzug zu feiern. Und sie haben beide gelacht und einfach eine tolle Zeit gehabt. Allein zu leben ist großartig. Und alles andere als ein Mann. Beziehungsweise, ich werde jetzt ein Mann. Ich werde die Geschwister vermissen. Ich bin jetzt ein Mann, soll es heißen. Sie sagten mir, dass sie nur ein paar Tage hier sein werden. Sie sagten mir auch, wie besorgt sie sind, aber sie machen sich nur Bedenken. Das sind halt typische Sorgen, die sich Eltern machen. Sie müssen sich um nichts kümmern. Mir geht es gut. Fertig lesen? Ja. Fertig gelesen. Hey, das ist voll süß, wenn ich so eine Studentenbude gehabt hätte. Ey, ist da draußen Blut? Warte mal, was ist denn das? Oh mein Gott! Ich sehe gerade diesen Kackraum und da ist alles voll Blut, oder? Sehe ich das falsch? Da schläft sie's besonders gut. Das ist ja furchtbar. Ist echt eine süße Wohnung. Ist es also, bin ich also die Freundin von ihm? Das habe ich noch nicht richtig entnommen. Das Papier ist nass. Ich muss einen Weg finden, es zu trocknen. Wahrscheinlich der Föhn. Trockner. Geil. So, let's go with this. Und dann tun wir das auch wieder ins Tagebuch rein. Finde ich eine coole Idee, dass wir hier diese Seiten sammeln, um etwas von ihm zu erfahren. 5. April. Heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht, alles im Raum aufzustellen. Was früher ein Raum mit kleinem Gepäck und einem einfachen Bett war, wurde jetzt zu einem Raum mit einem Haufen Möbeln, einem riesigen Queen-Size-Bett. Süß. Der Vermieter hat alles hinterlassen und der Vermieter war zu faul, um sie loszuwerden. Ja, nice. Der hat alles vom Vermieter oder vom Vormieter behalten. Kann es sein, dass der Vormieter vielleicht einfach an irgendetwas gestorben ist und deswegen die Sachen alle da sind? Dad schien dieses Haus so sehr zu mögen, dass er sagte, er würde gerne ein bisschen länger bleiben. Aber so sehr ich ihre Gesellschaft schätze, also von den Eltern, möchte ich das Leben schon alleine leben. Der Besitzer kam heute, um Hallo zu sagen. Er sah aus, als könnte er ein bisschen schlafen. Also, es hätte er Schlaf quasi gebraucht. Was war los mit ihm? Er schüttelte mir mit einem breiten Lächeln die Hand und sagte mir, wie dankbar er dafür war, dass endlich jemand das Zimmer gemietet hatte. Aber wie er aufhörte zu lächeln, als er meine Hand losließ. Also er hörte sofort auf zu lächeln, als er meine Hand losließ. Das war echt komisch. Wie auch immer, das neue Semester beginnt morgen, muss mich fertig machen. Ich habe ja so die leise Ahnung, dass dieses Haus oder diese Wohnung niemand kaufen wollte, weil die Leute hier in der Gegend wissen, dass mit diesem Wohnung und diesem Apartment etwas nicht stimmt. Und wenn die Möbel vom Vormieter schon alle drin gewesen sind, heißt das nichts Gutes. Also kann ja bedeuten, dass der wahrscheinlich einfach abgehauen ist oder tot ist und hier irgendetwas verflucht ist. Ich glaube, ich muss hier raus, aber ich will nicht. Okay, wir müssen noch mehr Papier finden. Habe ich noch irgendwelche Sachen im Inventar? Glaube eher nicht. Gucken noch mal ins Bad.
Oder in den Schrank. Das Loch. Durch das Loch schauen. Ach, jetzt kann ich durchschauen. Ich habe mich um das Loch ja gar nicht mehr weiter gekümmert, ne? Boah, das ist unangenehm. Okay. Gefällt mir nicht, dass ich das tun kann. I don't like it. Stop it. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Papierchen, um zu erfahren. Oh Gott, ich bin gerade erschrocken. Kann ich hier rein? Nee. Soll ich mal gucken, ob ich da runter kann? Ich guck mal, ob ich in dieses vollgeblutete Häuschen da hinten hinkomme. Oh mein Gott, da steht ja jemand! Fenster klopfen, nein! Oh Gott, nein! Ih, wie gruselig ist denn das? Ach nö! Hallo, bist du in Ordnung? Warum steht er nur da? Dinge, die sollte man... Oh mein Gott. Oh Gott, er ist weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wohnungsnotiz. Diese Wohnung kann nicht abgerissen werden. Ich habe versucht, einen Auftragnehmer anzurufen, der versucht, es zu zerstören. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert die Telefonleitung nicht mehr. Meine Mutter wird plötzlich krank. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Der örtliche Priester wird nicht kommen. Ich habe versucht, andere Leute zu bitten, den Priester zu fragen. Der Priester geriet in einen Unfall und starb. Kann es sein, dass er so eine Art Exorzist einladen wollte? Tür zu, Gnu. Oh Gott, Tür zu. Was ist denn los mit euch? Bleibt weg. Das macht mir doch keine Panik. Talismane sind nutzlos. Ich kaufte eine Schachtel Talismane und klebte sie an meine Wände, aber sie wurden alle am nächsten Tag verbrannt. Immer wenn ich einen Talisman an eine Wand stelle, taucht das Wort Fluch in meinem Kopf auf. Die Wohnung entzündet sich nicht. Das Gebäude ist feuerabweisend. Also er hat wirklich alles versucht, diese Wohnung loszuwerden. Er wollte sie sogar abfackeln. Die Wohnung muss weiterverkauft werden. Ein Bewohner wird jeden Monat ausgewählt. Der Ausgewählte wird in einer Woche besessen sein. Oh mein Gott! Und nach dem Besitz verschwindet die Person vollständig von dieser Welt und niemand erinnert sich an eine Sache über diese Person. Ich habe immer wieder Albträume und eine seltsame Stimme sagt mir immer wieder, ich solle Menschen bringen. Ich kann die Wohnung nicht verkaufen. Ich kann nicht zulassen, dass sie meiner Familie wehtut. Bitte hilf mir. Oh Gott, scheiße. Okay, also das heißt, der Kollege ist... Hey, oh, da ist die fette Fliege Henry. Ich hoffe, ich habe dir nicht wehgetan. Ich muss hier, glaube ich, irgendwas tun, aber ich kann es gerade nicht, weil dieses... Ah, mach bitte auf. Mach bitte auf. Okay, also... Oh, Henry, habe ich dir wehgetan? Das heißt also... Ich lese jetzt mal die Seite. Es gab nämlich irgendeine Notiz, dass es so ein Fluch ist, über den man spricht, über eine Wohnung, wo jemand gestorben ist. Es müssen immer wieder neue Leute gebracht werden. 6. April, heute war der erste Tag des Semesters. Es ist schön, meine Jungs wiederzusehen. Sie wollten meine neue Wohnung besuchen, aber ich weiß nicht, sie machen lieber nichts kaputt. Also er will sie nicht einladen. Mashima-Sensei ist meine Klassenlehrerin. Ich frage mich, was für eine Lehrerin sie ist. Ich hoffe, sie ist nicht so gemein wie die vorherige. Dieser Typ war ein Ass. Heute ist noch etwas Schlimmes passiert. Als ich heute Morgen aus dem Zimmer kam, versammelten sich einige Damen mittleren Alters auf der anderen Straßenseite und redeten schlecht über diese Wohnung. Frauen in diesem Alter tratschen gern. Es ist wahrscheinlich was auch immer. Okay. Fertig gelesen. Da muss ich jetzt wahrscheinlich runter auf diesen Schemel, ne? Oh, I don't like it. Ich würde hier nicht mehr reingehen, wenn ich das hören würde. Ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht verflucht. Not sure. Mir gefällt das jetzt bis jetzt sehr gut. Ich glaube, hier muss ich auch noch irgendwas machen, oder? Oh, ich kann den mitnehmen. Okay, wahrscheinlich muss ich irgendwas in der Wohnung im Schrank irgendwie holen. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Schade, ist eigentlich voll die schöne Wohnung, ne? Okay, wofür brauche ich das jetzt? Ah, hier ist doch ein Schrank offen, oder? Nee, ich schaue da sicherlich nicht mehr durch. Jetzt ist der Spaß vorbei. Ach, wahrscheinlich hier, oder? Nee, auch nicht. Das muss ich irgendwo abstellen. Ich hätte jetzt eigentlich echt gedacht, hier in dem Schränkchen. Kann es aber nicht abstellen. Hm.
Oder ist hier irgendwas im Bad? Oh Gott, der ist ja gruselig, wenn ich jetzt hier gucken würde und der würde in jedem Spiegel stehen. Meine Gnus haben gerade ein bisschen Panik im Chat, ne? Ich glaube, die rast gerade so ein bisschen aus. Ja, ich schau mal durch. Okay. Okay, gibt's denn hier noch... Ach so, ja. Durch das Toilettenfenster einsteigen. Ganz tolle Idee. Okay. Jetzt kann ich das hier auch öffnen. So, nice. Wir machen die Tür auch zu, damit ihr nicht durchdreht. Und dann nehmen wir das nächste Papier. Schöne Wohnung. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber unter dem Aspekt... 7. April. Ich habe heute meinen Nachbarn guten Tag gesagt. Das ist doch höflich, oder? Sei immer nett zu deinem Nachbarn, oder? Aber weißt du was, Mama? Ich glaube nicht, dass das hier funktioniert, weil ich gerade die kalten Schultern von ihnen habe. Also sie ignorieren ihn, weil sie halt wissen, dass er in der verfluchten Wohnung ist. Als ich dem Nachbarn auf der rechten Seite guten Morgen sagte, starrte er mich nur mit seinen großen Augen an und schloss ohne Worte... aus seinem Mund zu und machte die Tür zu. Sogar jetzt werden seine großen, katzenartigen Augen meinen Kopf nicht verlassen. Ach, ich sollte nicht so höflich sein. Ich werde es wahrscheinlich ein andermal versuchen. Das heißt, sie wissen Bescheid und wollen alle gar nichts mit mir zu tun haben, weil ich dort wohne. Jedenfalls habe ich heute ein Mädchen gesehen, das genauso aussah wie das Mädchen in Shibaki Bara 89 in meiner Klasse. Sie heißt Mira und ich würde sie gern kennenlernen. Und nach allem, was ich gehört habe, ist sie Single und bereit, sich unter die neuen Leute zu mischen. Oh, süß. Okay, jetzt ist irgendwie, jetzt muss ich wahrscheinlich durch dieses Kackloch glotzen, kann es sein? Oh Gott, tu mir nichts. Ich frag mich, was das für ein Raum ist. Sonst gehe ich vielleicht noch mal nach draußen. Und dann gucke ich einfach mal, was hier so geht. Hey Leute, ich würde auch niemals da nebenan wohnen wollen. Oh, da ist ja was. Oh, der hat ein Papier für mich. Das gibt er mir nicht, das heißt, er möchte bestochen werden. Im anderen Schillers-Teil wollte der eine Süßkartoffel. Vielleicht kann ich ihm aber auch... Ah, den Fisch aus dem Müll, oder? Wetten, den Fisch aus dem Müll. Der lag da nicht umsonst. Let me take a looky looky. Oh, da liegt noch ein Coin. 10 Yen. Hm, das ist seltsam. Ich sehe ein zerknittertes Papier in einem der Fächer. Es heißt, es kostet 100 Yen. Ich muss etwas Veränderung finden. Ich muss halt quasi jetzt einfach die Yen sammeln. Da kriege ich ein Stück Papier. Und ich brauche den Fischi. Ein Schlüssel. Wofür ist der Schlüssel? Für das Auto? Oh ja. Und ein Stück Papier. Dann bringen wir das erstmal nach oben und lesen das. Dann holen wir dem Graben den Fischi und holen noch die Jens. Ich habe hier eine Obstfliege, die ist so fett. Ich habe noch nie so eine fette Obstfliege gesehen, aber ich habe echt eine Bindung zu der aufgebaut. Die ist jetzt schon seit 5 Tagen hier. Ich stelle auch manchmal so ein Wasserschälchen hier auf. Und sie heißt Henry. Oh, der Spiegel steht ja hier. Um Gottes Willen, das habe ich erst jetzt geschnallt. Boah, ey, also ich und meine Reaktion, Mann. 8. April. Mama kam wieder in mein Zimmer. Oh, ich sagte ihr, dass sie nicht mehr kommen muss. Ich glaube, sie hatte wieder einen Streit mit Papa. Ihre passiv-aggressive Einstellung hat mich beschäftigt und ich habe sie gefragt, wie es Papa geht. Sie weigerte sich darüber zu sprechen und saß stattdessen nur still da. Ich habe sie noch nie so gesehen. Normalerweise setzte sie nach einem Kampf ein falsches Lächeln auf ihr Gesicht, also nach einem Streit. Das würde ich merken. Aber diesmal war es einfach nicht so. Etwa eine Stunde später gewann sie ihre gewohnte Bestimmtheit zurück, als sie mich fragte, ob ich meinen alten Freund Sayaka einladen dürfe oder wolle. Sie hatte das große Lächeln, als ich dem zustimmte. Mama muss sich Sorgen machen, dass ich halt alleine lebe. Im Moment habe ich allerdings nur Mira-chan im Sinn. Hm, aber dieses Lächeln, ihre Augen lächelten nicht. Weiß sie vielleicht was über den Fluch und hat deswegen Angst? Gott. Hat deswegen Angst, mich hier allein zu lassen?
Not so cool. Der Stuhl stand auf dem Tisch. Das habe ich jetzt gerne übersehen. Den Fisch müssen wir mitnehmen. Ja. Give the fishy the Crano. Ah! Oh Gott, ey, ich hasse euch alle. Ich ignoriere die jetzt mal kurz. Sorry, ich bin so unfassbar fucking schreckbar gerade. Die hätte eh die Tür zugemacht. Ich packe dieses Spiel nicht. Es baut sich schon so viel Druck und Spannung auf, dass ich dieses Spiel nicht packe, Mann. Gib mir den scheiß Knödel, toter Fisch. Toter Fisch. Was passiert jetzt schon wieder in dieser Kack-Scheiß-Wohnung? Da steht ein Stuhl auf dem Tisch. Das ist in Ordnung. Lalalalalalala. 9. April. Ich konnte heute mit Mirachan sprechen. Was ein großer Tag. Aber eine Sache. Mama war weg, als ich heute Morgen aufwachte. Ihr Auto war immer noch hier geparkt und es ist seltsam für sie, ohne Vorankündigung das hier alles zu verlassen. Ich hoffe, Papa hat sie abgeholt oder so, weil das Auto ist noch da. Ich lud Sayaka heute ein und sagte, sie würde morgen kommen. Ich hoffe, das macht sie wieder glücklich. Okay, Mutter ist weg. Das heißt, das ist das Auto von der Mutter. Sie hat vorhin Tante gesagt. Sieht ja von oben aus wie Blut. Das heißt, ich bin quasi die Cousine von dem... Gott, mir gefällt das gar nicht. Jetzt brauchen wir noch die Jens, ne? We need the Jens. Ich werde jetzt noch mal mutig sein, durch dieses Kackloch gucken, okay? Sorry, die Leute. Die Gnus rasten aus wegen der Tür, aber es kommt doch eh jemand rein gegen meinen Willen. Ich muss jetzt noch Yen sammeln. Wo ich das echt ungerne tue. Was war denn eigentlich gerade hier mit der Tür? Was sollte denn das? Die hat mich ja beobachtet. Ich klopfe da jetzt mal an. Ich höre Schritte. Wir brauchen noch ein bisschen Yen. Tür bleibt offen. Da geht eh jemand rein. Ob ich will oder nicht. Wie im echt. Oh, die Katze ist weg. Oh mein Gott. Oh nein. Tu mir nichts. Sie hat mir 10 Yen hinterlassen. Die Katze ist weg. Ich lauf mal hier lang. Gibt's hier auch ein paar Groschen für mich? I need money. I need cash. Das war auf jeden Fall schon mal nicht gut. Von dem Schreien beten. Ja, bitte, rette mich. Töte mich nicht. Gib mir ein gutes Ende. Danke. So, ich habe gebetet. Das sollte ja schon mal gut sein. Ich brauche noch ein bisschen Cash. Oh, da kann ich mich durchquetschen. Ah, ich habe kein gutes Gefühl, mich hier über... Ah, hier ist noch ein Schrein. Kann ich auch beten? Ja, bitte. Beten, beten, beten. Ich merke gerade, dass was nicht stimmt, wisst ihr? Da muss ich jetzt sofort wieder beten und lieb sein. Mir fehlt noch ein bisschen Cash. Lauf mal hier lang. Hallo, liebe Nachbarn. Ich weiß, ihr wisst alle, dass es nicht gut um mich bestimmt ist. Umso unfairer finde ich es, dass es euch so egal ist, dass ich sterben werde, ihr Schweine. Hier habe ich, glaube ich, angefangen. Hier geht es nicht weiter. Ich brauche doch noch ein bisschen Cash. Ein bisschen Money. Ein bisschen Kleingeld, bitte. Halt hier Müll. Hier. In den Ecken. Der Nachbarn. Haben wir sogar lang. Oh, beten. Was bringt denn das Beten? Die Tür im echten Leben lasse ich nicht auf, ne. Da habe ich gemerkt, den Unterschied zum, zum Beispiel in Österreich auf dem Dorf, wo die Leute einfach die Türe nicht absperren. Das war für mich so absurd. Aber, naja. Also, ich glaube... Cash gibt es hier nicht wirklich viel. Ich habe ja auch noch nicht genug, ne? Mir fehlt aber auch nur noch eine Seite. Vielleicht hat ja der Geist hier noch ein paar 30 Yen hinterlassen. Im Mülleimer. Hm, nö. Give me that cash. Oh mein Gott.
Ist wieder was zum Beten? Ja. Was bringt die Beterei? Ich fühle mich etwas wärmer. Ist es nur Einbildung? Wie kann man sich etwas wärmer fühlen? Hallo? Ah! Okay, die sind alle in diesem Haus verschwunden. Ach du Scheiße. Yen? Ja, Geld. Ach, die sind alle in diesem Haus verschwunden. Nicht nur einer. Das ist das komplett. Hier, die Wohnung steht leer, weil die kommt, dieses komplette Haus ist verflucht. Es ist nicht mehr nur, dass die einzelne Wohnung so ist. Okay, dann will ich jetzt auch noch in die anderen Wohnungen rein. Girl, mach die Tür auf. Oh. Okay. Ah, die ist auch weg gewesen. Jetzt fehlt aber nur noch eine Erscheinung. Der wahrscheinlich. Ah. Das Auto war vorhin schon offen. Ja, das habe ich aufgemacht. Vielleicht macht der Nachbar hier auch noch irgendwas für mich. Ich glaube, dass jetzt das Loch ins Spiel kommt, Leute. Okay, dann lass uns mal in unser Haus gehen. Und nochmal... ich wusste es. Kann ich da... Ja, komm, wir schauen durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da liegt jemand. Da steht jemand an der Tür. Ich sehe es genau. Seht ihr das? Da steht jemand an der Tür. Ist das eklig. Okay, ich habe es kapiert. Du bist auch tot. Okay. Nein, danke. So sieht es bei mir gerade eh schon aus in der Woche. I'm on my period! Oh, das Papier kam von sich aus raus. Obwohl, die 100 Yen behalte ich aber. Da war ein Seil vor der Tür unten. Ja, die hat sich wahrscheinlich stranguliert. All good, meine Freunde. Dort ist keine Flucht. Ich kann den Rest nicht lesen. Oh Gott. Ich rufe ihn später an. Ich muss nach Hause. Genau, du musst nach Hause. Nach allem, was du gesehen hast, ne, mein Mäuschen. Das kannst du aber knicken. Ach, die ist ja süß. Die Uhr tickt nicht. Ja, sag bloß, du bist jetzt in einer anderen Zeit, in einer anderen Welt. Oh Gott. Ich gehe jetzt nach Hause. Lalalalalala. Selbst nachdem ich sein Haus verlassen hatte, fühlte ich mich von jemandem gesehen und sah zurück. Aber egal, wie oft ich zurückblickte, war niemand da. Irgendwie gruselig. Und schneller als sonst bin ich nach Hause gegangen. Am nächsten Tag geht er zur Schule. Er ging nicht. Es gab kein Zeichen seines Sitzens oder seiner... Also es gab... Er ist einfach spurlos verschwunden. Ich fragte mich und fragte meinen Freund. Nach der Schule ging ich wieder in die Wohnung. Der Ort, an dem sich die Wohnung befand, wurde verkauft. Die Nachbarn, die vorbeikamen, schienen schon lange verkauft zu haben. Wohin sind die Wohnungen und er gegangen? War er nicht der, den ich ursprünglich mochte? War das alles mein Traum? Das heißt, jetzt kann sie sich wieder nicht an ihn erinnern. Seht ihr, jetzt vergisst sie ihn schon. The end result saved. Gutes Ende. Wir haben das gute Ende. Das war doch kein gutes Ende. Ich glaube, es war nur das gute Ende, weil wir gebetet haben. 100 pro. Und da steht die Person hinten an der Tür. Hätten wir nicht gebetet, zu 100%, wären wir gestorben. Wir haben nämlich alle... oh Gott, das sehe ich erst jetzt. Da guckt ja ein Kind hervor hier. Guckt mal hier. Ich bin gerade voll erschrocken. Und hier hinten steht einer. Also hätten wir nicht alle Schreinige. Und hier steht auch einer. Die waren vorhin aber nicht da, ne? Die sind jetzt alle da. Das ist krass. Genau, also jedenfalls hätte ich nicht gebetet, wäre ich bestimmt auch gestorben. Ich glaube, das war dadurch, dass ich dann geschützt war und gesegnet war, dass es nicht passiert ist. Das war sehr gut. Das heißt, hätte ich es nicht getan, wäre ich gestorben, zu 100%. Also haben wir das gute Ende. Es ist das passiert, was wieder passiert ist. Die Wohnungen wurden einfach nochmal neu vermietet. Und die Leute, die dort drinnen wohnen, die verschwinden und man vergisst die auch. Und das ist jetzt am Ende auch passiert. Gefällt mir mega gut. Ich finde,
Es muss nicht immer übel krasser, gruseliger Jumpscare und Stress sein. Ich liebe solche Games, wo man einfach nur Dinge herausfindet und einfach die Stimmung schon so gruselig ist, dass man einfach nicht weiß, ob jetzt gleich was kommt. Ich muss ehrlich sagen, vor solchen Games habe ich mehr Angst als vor so Outlast-Stress-Horror-Games. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das war atmosphärisch jetzt echt top. Deswegen verstehe ich die gute Bewertung, weil es einfach ein Game war, in dem du Dinge rausfindest und einfach durchgehend Angst hattest. Also hat mir sehr gut gefallen. Chiller's Art war ein etwas kürzeres Game, wurde 2019 gemacht. Ihr könnt mir gerne immer sagen, wenn neue Chiller's Art Games rauskommen. Ich habe schon sehr viel gespielt, die habe ich euch alle in die Playlist gepackt. Checkt die gerne alle ab, die sind alle super. Über einen Daumen würde ich mich sehr freuen nach oben und über ein Abo natürlich auch. Und wir sehen uns natürlich wie immer in den nächsten Videos.